bereithalten für den Einsatz. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Erfolgsserie auf meinem Kanal Brawls und Lobbys morgens um 7 Uhr. Es ist ein neuer Modus in das Spiel gekommen, und zwar Realismus Battle Royale. Ich bin, so wie ihr mich kennt, wirklich komplett uninformiert, was diesen Modus angeht. Mein Chat ist natürlich auch am Start. Wir streamen gerade wieder live. Es ist 7.24 Uhr. Kurzer Gegencheck, was die Uhrzeit angeht. 7.24 Uhr. Wir lassen es jetzt aufklatschen und schauen mal, was wir hier so sehen werden. Wenn es stimmt, was ich höre, dann, also jemand hat hier reingeschrieben, dass One-Shot-Headshot ist. Man hat kein HUD, keine Minimap und so Geschichten. Bin ich mal gespannt. Nach dem Urlaub direkt 24-Stunden-Stream? Das ist ja Quatsch. Wer macht denn 24-Stunden-Streams, Chat? Das ist ja was für... Das ist ja was für Mem, oder? Einzelchat. Nein, ich will nicht heiraten, Chat. Also nicht in diesem Urlaub. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, so, jetzt natürlich noch ganz kurz das Bruder versuchen zu gewinnen, um sich dann wieder aufklatschen zu lassen, damit der letzte Handes auch richtig Nervenzusammenbruch bekommt beim Zuschauen. Oh. Okay. Zurück zur Basis. Diese Runde ging an den War das eine normale Time to kill? Nee, One Shot. LOL. Krass, okay. Danke, Ghost Nut. Das war doch gerade ein One Shot, oder? Man hat nichts, keine Lebensanzeige, nichts, gar nichts angezeigt. Gar nichts. Auch kein Geld, ne? Props auf jeden Fall für den 31-Stunden-Stream. Das muss man erstmal so hinkriegen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ob D-Rock wohl Chris einen Antrag macht? Boah, nee, ich glaube, die sterben erstmal an der Alkoholvergiftung. D-Rock wollte mir um 7.30 Uhr eigentlich schon Bill mit einem Cocktail schicken. Also. Okay, der Kollege ist jetzt hier auf jeden Fall alleine. Ton Tutitu. Game Sound ein bisschen laut, glaube ich, ne? Machen wir mal so. So, Patrick, völlig zu Recht. Ich werde mal wieder nebenbei nachschauen, was die für Sets haben, die Leute, denen wir hier zuschauen, so früh am Morgen. Ton Tutiki. Was haltet ihr von so einem Modus, Chat? Was zum Teufel macht der da? Bro, es ist keine Tür. Also. Was sehe ich da gerade? Was? Also. Ist da irgendwie ein neuer Glitch oder? Also es scheint so, dass da scheinbar wahrscheinlich irgendwie ein Glitch sein soll, oder? Also wir haben hier Ton Tutti mit einer 0,75er KD, aber hat auch erst 6 Minuten Battle Royale gespielt. Aber ist da ein Glitch überhaupt? Nutzt du ein Interface oder ein Mixer eigentlich? Ich habe ein Interface. Ausrufezeichen Mike in den Chat. M-I-C. Ich frage mal allgemein, hast du einen Tipp, wie man im Gunfight auf sehr Close Range die Orientierung bzw. den Gegner im Blick behält? Boah. Was mir in letzter Zeit geholfen hat, was ich durch Marz ein bisschen gelernt habe, ist viel mehr auf die Steps der Gegner zu achten, auch im Gunfight. Also oft ist man im Gunfight so darauf fokussiert, also gut zu aimen und gutes Movement zu haben und zu gucken, wie man sich positioniert. Aber in letzter Zeit, immer wenn ein Gegner vor mir steht oder so, zum Beispiel wenn man so um einen LKW herumläuft oder irgendein Gegenstand, wisst ihr, ihr kennt ja diese Situation, da habe ich von Matze gelernt, dass es wirklich sehr viel bringt, ruhig zu spielen und sich erstmal nur darauf zu konzentrieren, vom Kopf her, wo der Gegner gerade herläuft. Dass man die ganze Zeit genau weiß, dass man die ganze Zeit Informationen hat, wo der Gegner sich befindet. Und das hat mir sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob das
schon ein Tipp ist, der dich weiterbringt. Also wirklich aktiv mal beim nächsten Mal drauf achten und zu versuchen, immer zu hören, wo der Gegner sich gerade befindet. Meine sowas mal bei TikTok gesehen zu haben. Ah, perfekt. Spare gerade auf das Shure SM7B. Gutes Mic. Moin, Lille Kian. So, schauen wir mal weiter. Wen haben wir denn hier noch? Das kleine Trio morgens um 7.30 Uhr. Chat, ich weiß nicht warum, aber ich habe richtig Bock gerade auf Italien. Ich habe gerade so einen richtigen Italien-Vibe irgendwie. Toskana, Chat, warte ich schon mal Toskana-technisch im Urlaub? Es gibt ja wirklich wenig Flecken auf der Erde, die so schön sind wie Italien. Beziehungsweise in Italien passt das Gesamtpaket. Wisst ihr, was ich meine? In Italien stimmt einfach das Gesamtpaket. Die Sprache ist schön, die Menschen sind schön, das Essen ist lecker, das Trinken ist lecker. Was haben wir noch? Die Gastfreundschaft ist gut. Sie sind Europameister. Der Fußball ist in Ordnung. Ja. Aber ansonsten. Ich fliege jetzt nach Griechenland, ja. Aber ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Toskana-Vibes irgendwie. So, wir haben hier, wen haben wir hier? Level 54, Daddy Diamantief. Der Kollege hat eine 0,43er KD. Sehr interessant. Das ist schon mal. Oh, hier haben wir einen Sweat, glaube ich. Das ist schon mal eine interessantere Lobby als jede VPN-Lobby, die ich das letzte Mal gespielt habe, weil da hatte ich irgendwie nur noch Sweats am Start. Das freut mich auf jeden Fall. Und er hat eine 0,62er KD. Okay. Was spielt Tontui hier? Ah, man sieht. Er spielt. Das ist doch ein gewesen, oder? Oh. Das bringt ja gar nichts. Schade. Das lief ja jetzt richtig scheiße. Ein Freund hat mir wieder wegen dem Giveaway geschrieben. Wer jetzt? Sag mir seinen Twitch-Namen. Was ist da anders? Also man hat auf jeden Fall keine Map. Man hat keine Lebensanzeige, beziehungsweise nur ganz gering. Man sieht nicht, wie viel Geld man hat. Einem fehlen relativ viele Informationen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Modus auch weniger Leben. Genau, Neo, ich liebe auch Italien. Ich fliege morgen nach Ibiza. I'm going to Ibiza. Florenz Gladbach auswärts muss geil gewesen sein. Moin, Loxi. Das ist auch, als Fortuna Düsseldorf-Fan ist das wirklich das Einzige, was ich in meinem Leben noch erleben möchte. Einmal international. So schön, schön, keine Ahnung, gegen Arsenal in der Europa League mal. Mit Fortuna Düsseldorf. Das ist der Traum, den ich wirklich habe. Ich habe eine Schutzweste gefunden. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf jemals wieder international spielen wird. Aber naja. Suppefolie, der hatte mir noch nie geschrieben tatsächlich. Also Suppefolie ist okay, es war Robnik, der das ein paar Mal gemacht hat. Suppefolie hat sich aber bei mir nicht gemeldet, bei Twitch. Der soll mir mal eine Twitch-DM schicken. Werde ich auch nie erleben. Aber das ist mein Traum. Ich habe Köln hat doch einmal gegen Arsenal gespielt oder so. Das muss ja so geil gewesen sein. Du läufst so viel schneller im Spiel als ich. Woran liegt das? Also erstmal schaue ich hier gerade im Spieler zu. Und zweitens liegt das daran, dass es auf einem 120er FOV immer so aussieht, als ob man schneller läuft. Das stimmt aber nicht. Das ist gar nicht so. Man läuft nicht schneller. Genau, Schieberfuchs. Dieses Video meine ich, das habe ich gesehen. Da beneide ich. Also da wirklich. Ich lege kein Auge. Ich lege wirklich ein. Oder nein, ich beneide dich wirklich wie ein Mann. Wirklich wie so ein, also von Fußballfan zu Fußballfan beneide ich dich um diese Auswärtsfahrt in London. Das muss ja, also wirklich, du fährst einfach mit deinem fucking Verein international nach London mit deinen Jungs. Digga, du trinkst englisches Bier, du isst englisches Essen und alles nur, weil dein Verein da gerade spielt. Dann wird sich richtig einer reingesetzt, dann wird angefeuert, scheißegal wie das Spiel ausgeht und dann fährst du wieder zurück. Geil. Den Traum habe ich vor wenigen Jahren mit dem FC gelebt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich einige Köln-Fans hier wieder drin habe. Was macht denn der Kollege jetzt da oben? Diamanti, was geht in seinem kleinen Kopf jetzt vor? Ah, okay. Er hat sich das Licht angeguckt. Nee, war auch schönes Licht. Was spielt denn hier? Das ist wie Bison, oder?
Das ist schon interessant, was wir hier sehen. Ne? Das ist schon so eine klassische, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bisher habe ich den Eindruck, es ist eine klassische 7 Uhr morgens, glaube ich, oder? Ich bin seit 2 Monaten wieder da, hatte eine Operation am Auge. Moin, willkommen zurück. Moin, Memmel. Memmel. Ist das die Bullfrog? Ich habe mich gerade gewundert, weil er die AN aufgehoben hat. Bison und Bullfrog ist, woran erkennt man den Unterschied? Bist du sicher, dass die Bullfrog ist? Ich finde, der Schalldämpfer sieht so komisch aus. Moin, Konfiture. Moin, Meha. Es gibt nichts, in dem ich schlechter bin als das war so ein anderer Mate, glaube ich, ne? Es gibt nichts, in dem ich schlechter bin als im Waffen erkennen. Wie der Himmel nur mit M. Ach, der Tiger Team, true. Oh ja, ihr habt recht. Ja, da hättest du drauf kommen können. Da hättest du wirklich drauf kommen können. Klassen-YouTuber, by the way. Wieder die M4 probiert. Die M4 hat halt so einen Damage-Drop auf Range. Da würde ich lieber die Brünen spielen, I guess. Oder PKM. Ja. Tiger-Team. Ja, da hätte ich... Ich schieb's einfach mal auf die Uhrzeit. Da hätte ich wirklich drauf kommen können. Wäre aber mal nice gewesen, mal nicht die Bullfrog zu sehen, sondern nur Bison oder so. In Sichtweite. Moin, Kishi. Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben die Bison gespielt, ne? Aber was für ein komischer Schalldämpfer, Alter. Ich finde, die Bullfrog sieht so komisch aus irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie sieht die nicht normal aus. Ich freue mich schon voll auf Battlefield, ja. Kollege Fieser Dinkel hat, Ach so. Ich dachte gerade, er spawnt einfach genockt. So lustig gewesen. Diese Art zu spielen macht mich aggressiv. Es ist aber schon happening. So, weißt du, was ich meine? Es ist schon happening. Out of 10, wie sehr wird in diesem Modus gecampt eigentlich? Einmal solche Lobbys spielen. Einmal unsere Lobbys, oder? Von den Streamern. Wir scheiß Reverse Boost VPN-Spieler. Der normale Schalldämpfer sieht so komisch aus, alles, Digga. Bin ich schon komplett überfordert. Ja, gerade. Die sind mit 4 gestartet, jetzt sind sie nur noch 2, die Armen. Wirklich, das ist auch einfach das Problem von Spielen mit Random Mates. We going to Ibiza. Boah, Chat, ich bin in ein paar Tagen bin ich einfach in Griechenland am Strand. In einem schönen All-Inclusive-Hotel. Mit einer wunderschönen Frau. Und viel Alkohol. Und, ja. Aber ein Sturmgewehr. Guten Wetter. Moin, Penner. Ich schick dir heute, also nach dem Stream direkt, dein FIFA-Geld, okay? Hab eine Schrotflinte hier. Random Mates ohne Ehre, ich schwöre. Aber als ob ihr selber mal noch nie rausgequittet seid. Glaubt ihr eigentlich, dass in dieser Lobby jetzt noch ein Sweater sein wird, oder ist es eine komplette Lost-Lobby? Also die sind schon wirklich sehr verloren. Das sind schon richtige Feinies. Also die würde ich gerne mal tätscheln. All-Inclusive Urlaub, overrated as fuck. Ja, okay, Stornier, Bro. Hast recht. Bringt gar nichts. Lässt er wieder den Ike raus. Ja, mir ist egal. Ihr könnt gerne jetzt 7 Tage lang schreiben, dass ich Alkoholproblem habe. Welcher Modus ist das? Das ist der Realismus-Battle Royale-Modus. Tatsächlich, das ist interessant, Chat. Diamantief, der Kollege. Ist es der oder ist es sein Mate? Das ist wirklich interessant. Nee, Knight. Der Kollege, der gerade gequittet ist, Chat, ne? Der Knight.
Der hat tatsächlich einen Win geholt in Beutegeld. Das ist Wahnsinn. Der hat einen Win in Beutegeld geholt, Chat. Das habe ich auch noch nie gesehen. Mit 0 Kills. Wahnsinn. Okay. Was machen die denn da jetzt? Alle sind in der Sicherheitszone. Die vier Hübschen landen in 2 Minuten. Also ich bin ein bisschen überfordert. Was passiert denn da jetzt gerade? Ah, guck mal, er macht doch den Kansas Slide falsch. Also er will den Kansas Slide machen, aber er aimt die ganze Zeit rein. So funktioniert der Kansas Slide nicht wirklich. Also eigentlich funktioniert der, indem man zweimal auf Rutschen drückt und dann springt. Danke, Boy. Dankeschön. Wir werden super erholsam Urlaub haben, bis ich dann am Donnerstag um 5.30 Uhr aufstehe, im Hotelzimmer die Patchnotes von der neuen Season durchgehe. Da freuen wir uns. Eins in den Chat, wenn ihr schon lange gestorben wärt, wenn ihr so gespielt habt. Oder vielleicht in dem Modus nicht. Vielleicht in dem Modus nicht. Die gehen ja auch nicht zu ihrem Loadout. Guck mal, er hat sogar nach unten geguckt, um so weit wie möglich in die Ecke zu kommen. Die Mann tief. Also das ist wirklich seit lang mal wieder ein richtig komplett verlorenes Squad. Wahnsinn. Stell dir einfach mal vor, du läufst so vorbei und siehst es dann, wie du da so stirbst. Aha. Ich mochte den Modus damals, weil man viel mehr kommuniziert hat. Weiß ich jetzt nicht. Das Wurf, das Sprite gekriegt hat, war so übel. Ich musste gerade dran denken. Ja, ja, das war wirklich nice. Hier kommt ein Single wieder. Ja, ich muss es noch abklären mit meiner Liebsten. Aber wisst ihr, ich will eigentlich für euch, also, naja, mal schauen. Kann den Kansas Slide auch nicht, aber danke für die Erklärung, bin immer froh, dazu zu lernen. Schau dir mal das Movement-Video mit Matze an, da haben wir das auch nochmal ein bisschen deutlicher erklärt. Du musst auch Rutschverhalten auf Tippen machen, sonst funktioniert der nicht. Alles klar, Kilian. Würde so gerne wieder zocken, aber das Thema ist bis nächste Woche durch, bis nächstes Wochenende. Wo geht's denn bei dir hin in den Urlaub? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich werde den Modus kein einziges Mal spielen. Also, das sieht ja wirklich schrecklich aus. Glaubt ihr, die Lobbys sehen immer so aus, weil das eher so Losty spielen? Jetzt regen sich bei YouTube wieder Leute auf, dass ich Losty sage. Moin, Corix. Zielpunkt markiert. Ich hab Bargeld gefunden. Moin, Matador. Wie geht's, Lion? Wie steht's? Nach Holland. Holland. Sehr nice. Ich mache mir mal einen kleinen Snack. Den Moody zocke ich safe nicht. Gestern einmal gespielt, war katastrophal, nie wieder. Okay, also ist es nicht das einzige Duo, was du spielst oder ehemalige Squad eigentlich. Also bei denen ist ja wirklich Hopfen und Malz verloren. Sagt man das so? Ja, ne? Dann sagt Knossi, okay, wir sagen Knossi ab jetzt. Spiel doch mal und zeig uns, wie gut du wirklich bist. Ja, ich spreche Aufnahme jetzt ab. Schönen Geburtstag reinfeiern. Jo, Basti, schönes Ding. Hallo, Fitnessors. Boah, ich brauche gleich noch ein Level up. Uiuiui, heute bin ich ja wirklich sehr müde. Gerade gelandet, danke, vielen Dank, Penner, danke. Dankeschön. Wir müssen zur Sicherheitszone. Ich finde den Modus gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht so schlecht. Aber ist nicht voll scheiße, die ganze Zeit überhaupt irgendwie gar nicht zu checken. Haben die sich eine Drohne gekauft? Nee, ne? Bringt eine Drohne überhaupt? Alle gehen in Urlaub und ich werde morgen operieren und darf die nächsten 4 bis 6 Wochen nichts essen. Uff, Alter, gute Besserung. Moin, Currywurst. Grüße aus Luxemburg, Grüße aus Wuppertal. War es alles anders in dem Modus? Bisher, das Offensichtliche, man sieht nichts irgendwie. Ganz komischer Modus. Du darfst einfach nur mit Augen zuspielen. Und ich glaube, die Time to Kill ist auch ein bisschen angepasst worden. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es aber nicht.
so Motto, Headshot macht mehr Schaden oder so? Hat da irgendeiner sich was angeguckt, Patchnotes-mäßig? Chat, ich brauche noch ein bisschen, ne? Also ich bin echt gut im Arsch. Also die letzten paar Nächte waren echt sehr, sehr wenig Schlaf. I'm sorry. Ich glaube, ich werde auch morgen spontan entscheiden, ob ich ins Stadion gehe oder nicht, weil ich bin echt gut fertig. Also eine Art Hardcore, ja. Lucifer habe ich ja gerade schon vorgelesen. Headshot ist wirklich One-Shot? Bist du 100% sicher? Das ist ja krass. Dann macht ja Snipen gar keinen Sinn in dem Modus. Das ist ja all komplett falsch. Was hältst du davon, dass der erste Gulag wiederkommt? Finde ich echt nice Idee. We going to Ibiza. Bin dieses Wochenende auch in Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Im Optimalfall, zwinge ich mich dann um 8 Uhr aufzustehen, nachdem ich hier die Hausparty veranstaltet habe, zusammen mit Angie für ihren Geburtstag. Und dann sehe ich so ein richtig schmackhaftes 0:0, wie beide Seiten kein Torschuss, und fahre dann wieder nach Hause. Der Damage ist bei Headshot höher, als sie bei One-Shot ist, keine Ahnung, okay. Wann fliegst du? Montag früh. Grüße aus San Francisco. Ja, ich wusste nicht. Oh nein, keine Drohne, bitte. Pitbull, danke für 100 Bits, Digi. Dankeschön. Rast du gestern am Akzenter Pommes essen? Oh nein, ich wurde gestreamt seit Chat. Ja, Angel und ich haben uns eine Currywurst gegönnt. Wie lustig. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Digga, was macht er denn? Er ist in der Zone. Nein. Oh mein Gott, das war aber die perfekte Nade. Ach, ich fass es nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das wirklich alles nicht mehr, Chat. Ich kann das wirklich alles nicht mehr. Jetzt haben wir Acer, Gustavo und Burry. 7 Uhr Lobbys, beste Leben. Man sieht leider nicht, wie viel Kills die haben, die Jungs. Ja, ist doch okay, Alter. Er markiert 25.000 Sachen. Schau mal ganz kurz, was wir hier haben. Acer. 9, 2, 3, 8, 4, 5. Eine 1-3er KD. Mhm. Was guckst du da? Wir schauen uns eine Trio-Lobby oder eine Lobby vom neuen Modus morgens um 7 Uhr an. Und das war bisher sehr interessant, muss man sagen. Also der Kollege ist gerade wirklich einfach nur gestorben, weil er eine Drohne gezündet hat, so eine Aufklärungsdrohne. Er spielt irgendwie komisch, oder? Er gibt so zero fucks einfach. Er schießt einfach mit der PBSH auf 25 Meter. Mein Eis für nix. Helmbombe. Grüße, Hannes. Was bin ich denn? Der Modus ist quasi so wie Hardcore Multiplayer. Und revived er ihn? Oh, Ehrenmate. Okay, das ist gestern im Modus durch den Red Door. Der Raum hat mit der Tür war in der Zone. Er hat. Mate waren direkt down. Nice. Grüße, Hannes. Ich sehe da nicht mehr welche. Ja, man hat auch keine Hitmarker und so. Jungs. Nein. Ey, was sehe ich hier? Nein! Warum ist denn der Kollege gerade wieder in die Zone gelaufen? Digga, die sind.
Ja, das war das. Domino Day. Das war wirklich... Wisst ihr, was das war? Das war albern. Wirklich gerne mal King für albern in den Chat. Also das ist wieder mal so eine richtig ganz klassische 7 Uhr morgens Lobby. Alter, geil, dass wir immer wieder sowas haben. Schön, Jungs. Schön. Jawoll. GG's. Gustavo. Ah ne, mit einer 0. Hashtag 267. Was hat denn der Kollege hier für Stats? Eine 0,62er KDA, right? Man stirbt auch extrem schnell an. Ach so, deswegen vielleicht? Nein, er hat ihn einfach nicht gesehen. Digga, hä? Er lag da einfach. Oh Mann, ja. Nice aber. Interessante Runde gewesen. GG's in den Chat. Und mal keine Cheater. Keine Cheater. Schalala. 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 Keine Cheater. Schalala. Der Gustav mit F falsch geschrieben. Naja. Nee, war eine super Runde. Liken und kommentieren nicht vergessen, liebe Leute. So nehme ich's.